Kraft machen. Als Waldläufer oder als Ingenieur lieber auf Präzision, aber. Nee, ich glaube nämlich, sollte eher andersrum sein. Dass die auf Kraft machen und wir auf Präzision. Wisst ihr? Weil. Weil wir machen ja magischen Schaden. Und wenn wir dann eher öfters kritisch treffen, oder ich zumindest, dann hau ich ja jedes Mal doppelten Schaden. Und die, die hauen halt eher mit ihren Nahkampfwaffen Schaden und damit müssen die halt konstanten Schaden hauen. Also lieber weiß auf ich Präzision nicht, würde ich sollten denken. Wir machen. Ihr seht, wir haben noch keine Kommt Ahnung von noch. Guild Wars. Ja. Ich würde jetzt hier gern mal. Ich finde die AOEs sind übelst schwierig zu platzieren. Naja. Was soll ich da sagen mit meiner Stabwaffe? Ist auch etwas schwierig. Ihr habt eine neue Fertigkeit erlernt. Magnetaura. Reflektiert Geschosse mit Hilfe von magnetischer Energie. Ne, jetzt machen wir nicht noch eine Instanz. Da würde ich mich jetzt erstmal auslocken und wieder beenden. Und dann heute Abend kommen wir nochmal. Oder später. Mann, die Geisterflinten. Ja. Ja, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder im nächsten Sekunde. Je nachdem. Genau. Na dann, bis dann. Jo, ciao, bis zur nächsten Folge. Ich dachte jetzt eigentlich, da kommt. So, klar, aber stirbt, aber ich soll machen. Instanz betreten. Yep. Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt, bin jetzt Stufe 11. Und. Ja, wir können Hunde ich und Stufe Gejagd 25. Machen. Ja, komm, du bist Suchti, ey. Ich war ja auch wenigstens. Du immer bei WoW oder was? Ja, bei WoW, ich habe Real Life, ich habe eine Freundin. Sei mal still, ich habe gewonnen. So, rennen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Ini durch. In der Hoffnung, da hinten bei dem Zelt anzufangen. Das ist schön. War der nicht noch gerade noch halb tot? So, pass auf, Sprechsequenz. Gavin, geht es euch besser? Ja, dank eurer Hilfe. Ich habe gute Neuigkeiten. Der weiße Hirsch wurde vor kurzem in dieser Gegend gesehen. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn noch einholen. Bei diesem Wachturm da drüben kommt mir eine Idee. Von da oben können wir das Gelände beurteilen und vielleicht unsere Beute entdecken. Ihr habt einen ausgeprägten Jagdinstinkt. Genau das sollten wir tun. Wenn der weiße Hirsch auftaucht, jagen wir ihn, bis er müde wird. Zusammen werden wir ihn hetzen und dann gehört er uns. Verschafft euch einen Überblick über die Spitze des Turms. Da laufen wir doch einfach mal auf die Spitze des Turms, würde ich sagen. Gute Idee. Wo das hier kein Turm ist, sondern einfach... Ah, okay. Ah, oh, da ist der weiße Hirsch. Nein, ich sehe nicht den Hirsch. Aha, ich will hier nicht rein, das sieht doch schon wieder so. Das sieht schon wieder nach Boss aus. Oh, schlag den Angriff der Auferstandenen zurück, ich würde mich verarschen. Hirsch, komm zu mir. Hirsch. Ich muss jetzt den Hirsch jagen und gleichzeitig den Angriff der Auferstandenen zurück. Alter, dass du nicht überfordert bist. Nee, ich bin ja schon... Ich drück den null Schaden, ne? Übelst schlimm. Ah, verfolgt den Hirsch so lange, bis er müde ist. Dann wenn er mal wegrennen würde vor mir. Das ist ein Geisterhirsch, der wird nie müde. Ha, denkst du. So, dann wollen wir mal hier rein, ne? Was machst du denn gerade? Ich muss in eine... in einen unterirdischen Bau von irgendwelchen Maulwürfen, die ganz komisch vereist aussehen. Vereiste Maulwürfe. Ja. Klingt lustig. Sind sie auch. Hirsch, komm zu mir. Also wieder so einen ganzen Bau infiltrieren. Oder
In der Entfernung, wo der erst vor mir wegrennt, könnte ich den schon lang fangen. Eine Schwertschwuchtel kommt angewirbelt. Krieger? Ja. Blau Südrunder mehr plus blauer. Und übrigens, du hattest recht. Mit diesen League of Legends Namen. Ich habe heute eine gesehen, die hieß Blair LeBlanc. LeBlanc geht ja noch, aber. Aber Talon LeBlanc. Und. So. Und sowas, das ist dann. Heißbrut Kodan. Naibia, oder Kragas habe ich auch gesehen schon. Und Volibear natürlich. Agentin Volibear. Ja, den habe ich gesehen, das war ein Schau. Vor allen Dingen. Kommt alle, kommt, fickt euch. Vor allem kann das sein, dass der Hirsch irgendwie die Teile respawnt? Ich dachte, er soll mir helfen. Drecksherr. So. Ich habe jetzt übrigens mal ein bisschen Guild Wars gespielt und habe im Hintergrund unseren Kanal aufgemacht. Wo ein Video hast von... Guild Wars gespielt und im Hintergrund unseren Kanal aufgemacht? Du bist so ein Schwein. Ja, ja. Und da habe ich... Jedenfalls das... Ah, dort ist jetzt ein auferstandener Leibeigner, der noch auf freundlich ist. Alles klar. Und da habe ich dann Dead Space angehabt. Und den Dead Space Ton, da bin ich manchmal so erschrocken, weil ich den Ton ja kenne. Und, naja. War schon ein bisschen... Vor allen Dingen, Gott, ich mache irgendwas falsch. Das ist... Ich bin ja auf... in dieser Inni auf Stufe 4 runtergesetzt worden von Stufe 11. Was? Es gibt noch keine Inni. Die erste Inni gibt es erst mit 30. Nein, das ist, ne, das ist hier so eine Inni. Schon so indirekt, wie ich den Hirsch jagen muss, wisst ihr, das ist so. Ach so, ja, aber ich meine, so eine richtige offizielle Inni ist erst auf 30. Ja, ja. Habe ich heute aus dem Chat rausgelesen. Na, aus dem Chat rauslesen ist auch nicht doof. Obwohl man den ja fast übersieht. Ja, ne, ist wirklich so. Schauen wir nach. Ich muss doch davor, Mensch. Ja, wir? Mit wir meint er du. Das war, ist ein Sie, aber... Ist egal. Ladies first, sag ich mal, ne? Ja, klar. Kannst den Frauen auf den Arsch gucken. Hat schon alles seinen Grund. Die hat eine Robe an, das ist nicht... Die erste Stalkerin da... Egal, wir weichen vom Thema ab. Ja, was ist da, komm. Sack. Soll ich jetzt mir so einen Sturm aktivieren? Klar, wie kommen hier diese Eis... Sag mal, ich hab dir doch mal so ein Bild geschickt von so einem... Hirsch-Oger. Ja. Hier in dieser Höhle sind zwei davon und die sind aus Eis. Eishirsch-Oger. Die sehen relativ lustig aus, obwohl ich denen nicht nachts begegnen möchte. Diese Viecher. Spring doch einfach, Mensch. Was denn? Also in dieser Schleier, mit diesem Todesschleier, hau ich mit Lebensübertragung 300 Schaden raus. 300? Oh, der Hirsch ist... Pro Sekunde. Ja, wirf das Netz vorbei. Das ist so hardcore. Pro Sekunde. Also es steigert sich immer mehr, aber mindestens 300. Okay. Natürlich dürft ihr gerne mitkommen. Eure Jagdfähigkeiten wären ein Gewinn für den Albtraumhof. Der Albtraumhof? Wer ist das? Und was tut er? Gavin, der weiße Hirsch muss in den Hain zurückgebracht werden. Kate erwartet uns dort. Nein, edle Seele. Der weiße Hirsch kommt mit mir. Sobald wir ihn in den Albtraum gezogen haben, wird der Hirsch eine mächtige Waffe gegen den Traum sein. Er ist eine Manifestation der Hoffnung und des Vertrauens. Im Albtraum wird er zum genauen Gegenteil, einem Wesen der Verzweiflung und des Hasses. What? Durch seine Macht wird der blasse Baum von den Ketten befreit werden, in die ihn Ventaris Tafel geschlagen hat. Eine fucking Hurensöhne, was geht denn jetzt so spannend hier? Der weiße Hirsch ist ein friedliches Wesen. Ihr könnt ihn nicht in etwas Grausames verwandeln. Doch, ich kann. Wir können. Oh, ja. Mit.